Also wir sind da auch viel, viel kritischer. In Amerika ist jetzt gerade ein Projekt, was bei 2 Millionen liegt. Die haben also ein Spiel entwickeln wollen und da sind schon einige Projekte im Millionenbereich durchgegangen. Da sind wir also auf einem ganz, ganz kleinen Niveau. Das hat Matthew aber, glaube ich, auch schon angedeutet, dass es einfach in Deutschland diese Kultur des privaten Kultursponsorings, der privaten Finanzierung nicht gibt, dass man in Amerika schon in der Schule Fundraising lernt. Schon dort weiß, wie man sein kleines Event irgendwie damit finanziert. Das ist einfach anders gelagert. Das heißt, wir haben das Thema eigentlich 2010 überhaupt erst mal eingeführt und deswegen ist das ein sehr langer Weg und auch gerade Projekte wie kulturelle Bildung hatten wir nicht auf der Plattform, nicht weil wir nicht wussten, dass es das gibt, sondern weil wir wussten, dass die Projekte es sehr schwer haben werden. Was Crowdfunding ausmacht, ist dieses absolute exklusive Dankeschön, diese besonderen Gegenleistungen, Dinge, die man so nicht im Laden kaufen können wird. Das heißt, wenn ich einen Film mache, frage ich mich ja als Unterstützer, ich kann ja auch warten, bis der DVD draußen ist, kauft den dann, was soll ich denen jetzt vorher Geld geben? Das Argument muss halt sein, dass man nur in dieser Finanzierungsphase etwas bekommt, was man später nicht mehr bekommen kann, wie zum Beispiel eine Nennung im Abspann oder eben eine Einladung zur Premiere, eine persönliche Übergabe durch den Regisseur und, also Dinge, die in dem Projekt entstehen. Und das ist im Bereich kulturelle Bildung ziemlich schwer. Das sind von der Sache her stärker Spendenprojekte einfach. Man findet die gut, will die unterstützen, aber was dafür zurückbekommen, ist schwieriger. Ja, also das ist nicht so schwierig im Offline-Bereich. Immer noch schwierig, weil also was ich da sehe, ist Folgendes. Die Menschen, die eben eher so dieses philanthropische Geben haben, das heißt, sie engagieren sich eben für eine bessere Gesellschaft, eine bessere Zukunft oder eben, dass alle Schüler eine Teilhabegerechtigkeit haben und Zugang zu Kultur, die finde ich online weniger. Erstmal ist diese gesamte Community, also ich sage jetzt mal die kulturelle Bildung Community, ist nicht so online affin. Das heißt, bei Facebook es kommt jetzt so langsam, also gerade jetzt auch hier die Bundesvereinigung kultureller Jugendbildung hat jetzt ganz neue Facebook-Seite, das fängt so langsam an, aber ich werde ganz schwierig diese Leute zu Facebook bewegen, geschweige denn, und das ist auch schon noch eine große Hürde, dass man sich schon mit seinem persönlichen Namen irgendwo online registriert. Das wird einfach nicht so gerne gemacht und deswegen wurde ich dann angesprochen und mir wurde das Geld also eigentlich mehr so zugesteckt, sozusagen in bar. Und ich habe das dann selber eingezahlt, weil das einfach nicht, nicht so geübt oder nicht, auch nicht so gewollt war teilweise. Stichwort Marketing und Vertrieb. Also es gibt ja abseits von dem Funding, gibt es ja ganz viele Hintergründe, warum wir und auch die Projekte das tun. Und zum einen geht es halt darum, dass die Mundpropaganda bei einem Projekt sehr extrem wichtig ist heutzutage und dass ich als Künstler mir immer stärker eine Community, eine Fanbase aufbauen muss, um überhaupt meine Werke überhaupt noch vertreiben zu können. Ich habe zum einen die Möglichkeit, das immer stärker unabhängig von Verlagen und Labels zu tun, muss aber damit auch selber die Community haben, die darüber spricht, die das Ganze bekannt macht, die damit rausgeht. Und die größte Kritik, die wir immer wieder kriegen als Plattform, warum muss man sich denn bei euch registrieren? Naja, um hinten raus den Künstlern was Gutes zu tun, weil sie damit eine greifbare Community aufbauen, mit der sie agieren können, mit der sie kommunizieren können. Das ist aber wir haben so einen Facebook-Button drin, wo man sich quasi mit einem Klick mittels Facebook registrieren kann, also dass es wirklich super simpel ist. Aufgrund dieses Facebook-Buttons rufen viele an oder schreiben uns viele, werden denn da meine Daten dann geklaut und was wird damit gemacht? Ihr habt doch da, das ist doch wie bei Facebook dann und so weiter. Also in Deutschland eine Community zu machen, ist schon insofern unlenkbar, dass wir wirklich die höchsten Ansprüche an Datenschutz haben. Das widerspricht zum Stück der Anforderung des Kreativschaffenden, der sich seine Community aufbauen möchte. Das Thema haben wir morgen nochmal mit Urheberrechten und auch den Schizophrenien genau in diesem Bereich. Das werden wir morgen auch nochmal auf einem Panel besprechen. Was, Sina, motiviert denn Menschen, ein Projekt zu unterstützen? Wir haben jetzt gehört, Dankeschön, möglicherweise Netzwerkverbindungen und Freundschaften, aber das kann es ja nicht alleine sein. Ja, ich denke, das Dankeschön ist ein Faktor, aber es geht vor allen Dingen auch um den Austausch mit kreativen Menschen, die Projekte machen. Man möchte
Projekten an den Start helfen, unterstützen, dabei sein. Und auch durch den Austausch und durch die finanzielle Unterstützung wird man auch Teil des Projektes und kann sich einbringen. Und ich denke, das ist vielen Menschen wichtig. Das heißt, mit Nordstarter versuchen wir auch neue Zielgruppen zu erreichen. Dass nicht nur die Community, die man sowieso hat, die man über soziale Netzwerke erreicht, angesprochen wird, sondern durch die Öffentlichkeitsarbeit der Kreativgesellschaft für die Projekte, aber auch durch die Offline-Veranstaltungen, die wir anbieten, da auch Menschen miteinander ins Gespräch kommen können. Weil ich glaube stark daran, dass es in Hamburg viele Menschen gibt, die Lust haben, auf kreative Projekte auch mit solchen Menschen in Austausch zu treten, sich zu unterhalten, aber es gibt einfach keinen Ort, wo man sich treffen kann. Und darum sehen wir auch Crowdfunding, die Crowdfunding-Community, die wir hier in Hamburg etablieren möchten, auch als Austauschplattform, als Netzwerk. Ein weiterer Aspekt, den ich da interessant finde, das war ja auch, könnte ein Anreiz sein, nämlich, dass Crowdfunding für Nutzer, Konsumenten, Unterstützer kreative Prozesse eines Projektes auch begleiten können und möglicherweise sogar Einfluss haben. Wie ist diese Korrelation? Genau, das erhoffen wir uns auch. Das wäre ja der Crowdsourcing-Aspekt. Man beginnt mit einem Crowdfunding, man kommt auf einer Veranstaltung ins Gespräch und hat vielleicht mehr zu bieten als Geld, sondern man hat einen Raum, man hat Kontakte, die notwendig sind, um dieses Projekt umzusetzen. Und genau diesen Effekt erhoffen wir uns auch bei den Veranstaltungen, dass es nicht nur Geld fließt, sondern auch Ideen, Input, Austausch und Unterstützung immaterieller